ausgerissen, verschollen, vermisst? Wohin verschwinden plötzlich Menschen und vor allem warum? Antworten auf diese Frage kann uns unser heutiger Gast geben. Wir haben zum Verhör einbestellt, wollte ich immer mal sagen, den Kriminalhauptkommissar Heiner Prötzig. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Abend. Herr Prötzig, Sie sind Kriminalhauptkommissar bei der Vermisstenstelle des Berliner Landeskriminalamtes. Richtig. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie oft haben Sie eigentlich das gesagt, ich möchte jemanden einbestellen zum Verhör? Das ist eigentlich ein ungebräuchlicher Ausdruck mit einbestellen. Man okay. lebt vor. So höre ich das immer in den Krimis im Fernsehen. Ja, es soll ja doch durchaus Unterschiede geben mit den Krimis im Fernsehen und der Realität. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie war denn heute Ihr Tag? Eigentlich war es ein entspannter Freitag. Wir haben einen langjährigen Kollegen in Ruhestand verabschiedet. Und dienstlich hat sich tatsächlich auch ein Vermisstenfall erledigt. Mhm. Ein 12-jähriger Junge ist wieder in den Kindernotdienst zurückgekehrt. Das heißt, der wurde vermisst und Sie genau. haben dort helfen können? Helfen würde ich nicht sagen, weil er ist eigentlich selbstständig zurückgekehrt und er war auch nur bei seiner Mutter gewesen. Okay, also von daher. Mhm. Aber es ist doch ein schönes Gefühl, wenn man dann in Richtung Wochenende geht und weiß. Ja, genau. Und gerade weil er 12 Jahre alt ist. Ja. Ist es öfter so, gerade bei Jugendlichen und Kindern, dass die verschwinden? Gehören die mit zu den Vermissten, die häufiger als Fall sozusagen bei Ihnen dann auch landen in der Vermisstenstelle? Ja, die Vermisstenstelle des Landes Berlin ist ja so aufgebaut, dass Kinder sofort von uns bearbeitet werden, während Jugendliche und Erwachsene erst nach 10 Tagen zu uns kommen. Dementsprechend erfahren wir immer sofort, wenn ein Kind weg ist, mhm. ist sofort bei uns in Bearbeitung. Und Jugendliche und Erwachsene werden erst in den örtlichen Direktionen bearbeitet und kommen erst nach 10 Tagen zu uns. Wie Sie genau arbeiten, das interessiert mich wirklich noch. Das ist noch ein weites Feld. Darüber werden wir auf jeden Fall in der kommenden halben Stunde auch noch miteinander reden. Wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten denn mit Ihnen gemeinsam in der Vermisstenstelle? Wir sind 10 Kollegen derzeit. Mhm. Und wie können wir uns das vorstellen? Wie arbeiten Sie denn? Also, ne, ich komme jetzt mal wieder zum Tatort und zum Krimi mhm. oder Polizeiruf zurück. Da sehe ich immer so schöne Lofts und dann schöne Glaswände und Digitalwände. Und dann hängen da die Fotos und dann wird da ermittelt. So ist es doch bei Ihnen auch, oder? Ja, letzte Spur Berlin ist ja sozusagen so ein Bild, was man vielleicht hat, aber so sieht die Realität natürlich nicht aus, weil da wird auch mal teammäßig gearbeitet und wir arbeiten eigentlich als Einzelkämpfer. Wir kriegen die Fälle zugeordnet und wir würden nur als Team arbeiten, wenn das ein absolut herausragender Fall ist. Gab es das schon mal? Klar. Welcher Fall ist da eben so in Erinnerung als herausragenden Fall, wo Sie... Ja. Wir hatten so ein junges Mädchen gehabt im letzten Jahr, was weg war, was eben einem ein bisschen Sorge gemacht hat, weil man nicht wusste, ob sie freiwillig bei ihrem Freund ist oder nicht freiwillig beim Freund. Und dementsprechend da haben wir im Team gearbeitet und mussten das auch ja, zusammen versuchen hinzukriegen. Und haben Sie es hinbekommen? Ja, wir haben sie gefunden. Mhm. Allerdings ist sie dann wieder vom Jugendnotdienst zu dem Freund zurückgegangen. Okay, also aber der Job an sich. Ja, aber wir wissen jetzt, dass sie freiwillig da ist und mhm. dementsprechend ist der Druck raus. Sie sind seit 24 Jahren mit dabei, ungefähr jetzt bei der Vermisstenstelle des Landes Berlin. Was ist der große Reiz für Sie an dieser Arbeit? Letztendlich ist ja jeder Fall ein wenig anders und dementsprechend ist es schon sehr interessant, wenn man sich darauf ja, einlässt und in diese menschlichen Schicksale einsteigt und auch, dass man eigentlich, wenn man ermittelt in diesen Fällen, immer Unterstützung bekommt. Also sie haben immer eigentlich sehr positive, treffen auch positive Menschen, die ihnen helfen wollen. Was ja bei der Polizei nicht immer der Fall ist, dass man sozusagen auf offene Ohren stößt. Mhm. Und dementsprechend, aber wenn man sagt, man ist von der Vermisstenstelle und man schildert den Fall, dann werden sie immer eigentlich Hilfe bekommen von den Leuten. Was natürlich auch Ihnen dann wieder hilft beim Absolut. Aufklären Ihrer Fälle. Und Sie haben im Laufe dieser mehr als 20 Jahre natürlich schon einige Fälle aufklären können, Gott sei Dank. Wenn in Berlin Menschen spurlos verschwinden, ist Heiner Prötzig einer, der sich auf die Suche nach ihnen begibt. 1996 kommt der gebürtige Rostocker zum Studieren nach Berlin, Wirtschaftsingenieurswesen wie die meisten in seiner Familie. Mit dem Herz ist Heiner Prötzig jedoch bald woanders. Sandra, nicht nur Reise-, sondern bald auch Lebensgefährtin, bringt ihn auf die Idee, zur Polizei zu wechseln. Die Arbeit in der Vermisstenstelle hat es ihm angetan, selbst wenn es manchmal um Schicksale von Menschen geht, die niemand vermisst. Wie dieser unbekannte Jogger, der 2018 im Wilmersdorfer Park stürzte und danach im Koma lag. Der Haustürschlüssel des Mannes brachte die Ermittler schließlich ans Ziel. Ein Fall, der im Gedächtnis bleibt. Weil das eben auch so ein bisschen bewegend war, weil keiner ihn vermisst. Und der nach 3 Monaten oder nach 4 Monaten, wo wir es geklärt haben, auf seinem Anrufbeantworter eben hatte, sie haben keine neuen Nachrichten.
Ähnlich einsam ist vielleicht auch dieser Mann gewesen, der hier in der Nähe des Südkreuzes mitsamt seinen Habseligkeiten verbrannt ist. Heiner Prötzig ist auf der Suche nach dessen Identität. Helfen könnte ihm dabei dieses künstliche Hüftgelenk, das dem Mann vor mehreren Jahren eingesetzt wurde. Kein leichter Fall für den Kriminalhauptkommissar. Herr Prötzig, wie kann denn ein Hüftgelenk helfen, um eine Identität eines Menschen herauszubekommen? Das Tolle an diesem Hüftgelenk ist, dass es eine absolute Individualnummer hat. Eine 16-stellige, wie eine E-Mail-Nummer. Mhm. Und mit dieser Nummer kann man natürlich, wenn man den Hersteller kennt, nachfragen, wo das hingeliefert wurde. Und das haben wir auch getan in diesem Fall. Und wir hatten auch eigentlich eine Firma benannt bekommen vom Endoprothesenregister. Aber die haben leider 2 Monate gebraucht, um herauszufinden, dass sie doch nicht der Hersteller sind. Und nun musste ich nochmal neu starten und habe jetzt tatsächlich eine Antwort bekommen aus Baden-Württemberg, dass 7 dieser Hüftgelenke nach Lettland geliefert wurden und dort an Krankenhäuser geliefert wurden. Und jetzt habe ich sozusagen in Lettland angefragt über das BKA. Und die müssen jetzt ermitteln, wer unser unbekannter Toter sein kann. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen Letten handelt. Das ist eine total spannende Puzzlearbeit auch, ne? Also immer wieder zu gucken, wenn man so einen Rückschlag hat, dann wieder einen neuen Weg zu finden. Ja, ist richtig. Anders funktioniert es aber nicht. Dadurch, dass es in diesem Fall beim Obdachlosen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch keine Vermisstenanzeige geben wird. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, also die Identität von unbekannten Toten aufzudecken? Welche Möglichkeiten haben Sie da? Der Klassiker ist natürlich ein Zahnstatus, wenn ich weiß, um wen es sich handelt. Die Fingerabdrücke, das ist eigentlich sehr erfolgreich. Die Hälfte, denke ich, der unbekannten Toten werden anhand der Fingerabdrücke identifiziert. Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, ich glaube, unbekannte Tote sind bei Ihrer Arbeit eher selten, ne? Oder? Ja, im Schnitt haben wir einen in der Woche, würde ich sagen. Wenn wir 63 im Jahr haben, kommen wir sozusagen auf einen pro Woche. Aber welche Fälle beschäftigen Sie dann viel mehr und häufiger? Ja, normalerweise, die vermissten Fälle sind natürlich sehr, sehr häufig. Hm. Aber die unbekannten Toten, die ziehen sich eben länger hin, weil das eben eine längere Betreuung braucht von der Sachbearbeitung her. Und sind es dann aber, Sie haben es eben schon gesagt, Sie gehen unterschiedlich auch vor, was Kinder, Jugendliche, Erwachsene betrifft. Hm. Aber wenn man jetzt schaut auf die Personengruppen, die am meisten dann vermisst werden, beziehungsweise vermissten Fälle, die bei Ihnen auf dem Schreibtisch dann landen, welche Gruppe betrifft es da am häufigsten? Das sind Kinder, Jugendliche und zum Schluss Erwachsene. Und welcher typische Fall hat Sie vielleicht auch in letzter Zeit besonders ja auch beschäftigt? Ja, wir hatten auch ein Mädchen gehabt, was eigentlich relativ plötzlich aus ihrem gewohnten Lebenskreis verschwunden war, die super zuverlässig war, laut Angabe der Eltern. Darauf sind wir ja mal angewiesen, dass wir einfach bei den Eltern nachfragen, bei Freunden nachfragen. Und dementsprechend war es schon sehr besorgniserregend gewesen, was die Eltern sagten, dass sie sich überhaupt nicht mehr gemeldet hat, das Handy war aus gewesen, sie war nicht mehr erreichbar gewesen. Aber dann haben wir eben in der Schule ermittelt, beziehungsweise die Kollegen aus der örtlichen Direktion haben erstmal dort ermittelt und haben dort erfahren, dass sie einen Freund hatte. Mhm. Und diesen sogar angeblich schon mit 16,5 nach muslimischem Recht geheiratet hatte. Mhm. Und dementsprechend war, was so ein Klassiker ist, was ich sage, es ist nur Liebe. Und dementsprechend, und so kristallisierte sich das auch raus, dass sie mit diesem untergetaucht war. Und natürlich sind die Eltern super besorgt da, weil das kann man sich ja vorstellen, dass man da sehr nervös ist. Und dann hat die Tochter auch noch ihr Handy auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und den Eltern nach Hause geschickt. Aber da möchte man sich doch gar nicht vorstellen, wie die Eltern sich natürlich dann auch fühlen, oder? Also ich meine, die waren jede Woche bei mir auf der Dienststelle gewesen. Damit wir uns austauschen, damit wir schauen, was wir machen können, was wir für Möglichkeiten haben. Und letztendlich haben die Eltern auch sich engagiert da und die haben auch das geschafft, das Handy wieder in Betrieb zu setzen, weil sie offensichtlich die Kennwörter hatten und konnten dadurch WhatsApp wieder reaktivieren und konnten damit auch sehen, mit wem sie zum Schluss Kontakt hatten. Mhm. Das heißt, sie konnten da auch wieder Kontakte also dann am Ende herstellen und. Ja, genau. Wir konnten eben schauen, wohin, zu wem sie Kontakt hatte und konnten diese Kontaktperson eben befragen. Weil letztendlich die, mit denen sie intensiv zum Schluss Kontakt hat, die wissen vermutlich auch, wo sie ist. Wahnsinn. Also der Weg hat dann nach Ingolstadt geführt. Und sie ist dann wieder aufgetaucht? Ja, letztendlich hat sie sich nicht zum Geburtstag der Mutter im Dezember gemeldet, sondern zu Silvester. Silvester war dann irgendwie so ein kritisches Datum, wo sie eben gesagt hat, ich muss meinen Eltern doch mal Bescheid sagen. Und dort hat sie sich selbstständig gemeldet.
Sehr gut. Wenn Sie das dann hören, ich glaube, dann fällt auch Ihnen ein Stein vom Herzen. Sie sind selber Vater zweier Kinder, oder? Dann kann man sich da auch noch hereinversetzen. Es sind mehr als 11.000 Menschen, die im vergangenen Jahr in Berlin als vermisst gemeldet wurden. Ich glaube, 228 Fälle haben wir jetzt rausgefunden, sind noch offen. Ist eine gute Aufklärungsquote von 99%. Können Sie stolz sein mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, oder? Ja, aber man muss natürlich sagen, dass über 90% wirklich selbstständig zurückkehren. Mhm. Letztendlich sind ja die Fälle das Problem, die eben nicht selbstständig zurückkehren, wo man eben wirklich alle Register ziehen muss, um irgendwie den Aufenthalt zu klären, beziehungsweise herauszufinden, ob sie freiwillig gegangen sind oder ob sie eben nicht freiwillig gegangen sind. Und es gibt auch noch immer Vermisstenfälle, die immer noch nicht geklärt sind, über viele Jahre auch. Und wir haben da mal drei spektakuläre, sagen wir es mal so, oder drei Fälle herausgesucht, die für Aufsehen in Berlin und Brandenburg durchaus gesorgt haben. Der älteste ungelöste Vermisstenfall in Berlin reicht zurück ins Jahr 95. Manfred Fietzek verlässt seine Wohnung in Friedrichshain und hebt in der nahegelegenen Sparkasse Geld für eine Urlaubsreise ab. Doch er kehrt nicht nach Hause zurück. Kurz nach seinem Verschwinden entdeckt die Ehefrau das Auto ihres Mannes. Im Inneren liegt ein Teil des abgehobenen Geldes. Warum und wohin Manfred Fietzek verschwunden ist, bleibt bis heute ungeklärt. Ungelöst auch der Fall von Sandra Wissmann aus dem Jahr 2000. Die 12-Jährige will ein Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter kaufen. Sie geht von ihrem Kreuzberger Wohnhaus zum nahegelegenen Kaufhaus am Hermannplatz. Dort verliert sich ihre Spur. Die Polizei geht von Mord aus. Vermisst ist Sandra bis heute. Seit 5 Jahren verschwunden ist Rebecca Reusch. Am 18. Februar 2019 übernachtet die damals 15-Jährige bei ihrer Schwester und deren Familie in Berlin-Buckow, will am nächsten Tag zur Schule gehen, doch sie kommt dort nicht an. 3 Tage nach ihrem Verschwinden beginnt die Mordkommission zu ermitteln. Sie durchkämmt Waldgebiete, bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Immer wieder ist von einem Tatverdächtigen im Umfeld die Rede. Rebecca jedoch bleibt unauffindbar. Tja, Heiner Prötzig ist heute bei uns, Kriminalhauptkommissar bei der Vermisstenstelle des Landes Berlin. Herr Prötzig, gerade der Fall Rebecca, der sich nun zum 5. Mal jährt, ihr Verschwinden vor 5 Jahren, ist ein Fall, der wirklich für Schlagzeilen gesorgt hat. Haben Sie den noch in Erinnerung von damals, als diese Meldung kam? Absolut. Das ist ja der letzte Vermisstenfall eines Kindes in Berlin oder einer Jugendlichen in Berlin. Können Sie uns etwas sagen zum Stand der Ermittlungen? Letztendlich ist ja der Vermisstenfall bei uns nie angekommen, weil der ist direkt von der örtlichen Direktion an die Mordkommission. Also direkt von der Polizei? Genau. Ist ja direkt an die Mordkommission gegeben worden, weil schon dort erkannt wurde, dass da was nicht stimmt. Und dementsprechend, was passiert ja in absoluten Ausnahmefällen. Aber in diesem Fall war das eben so offensichtlich, dass es da was nicht stimmt, dass die Mordkommission das sofort übernommen hat. Das heißt, da gab es auch gleich den Verdacht natürlich. Das heißt, es wird auch nun mal wahrscheinlich dann auf ganz besondere Weise ermittelt. Oder hat die Mordkommission andere Möglichkeiten als Sie jetzt als Vermisstenstelle? Ja, letztendlich sind wir als Vermisstenstelle auf das allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Berlin beschränkt. Das heißt? Und das heißt, wir können relativ wenig machen, was zum Beispiel Handyauswertung anbetrifft, Verbindungsdaten eines Handys. Das ist uns alles nicht möglich. Wir können einen Standort einmal orten, das ist möglich, bei mehr geht nicht. Und wenn das Handy aus ist, und das war bei Rebecca gewesen, haben sie keine weitere Möglichkeit, da was auszuwerten. Und die Mordkommission hat die Strafprozessordnung und kann sozusagen eigentlich alle Register ziehen, die möglich sind. Das heißt dann? Eine Wohnungsdurchsuchung machen, Handyauswertung machen und alles weiter. Jetzt mal ganz ehrlich, gerade so eine Fälle, die dann also für Schlagzeilen sorgen. Man sitzt ja auch ein Stück weit an der Quelle. Interessiert man sich dann für so einen Fall auch mal mehr und fragt bei den Kollegen nach? Neugierig? Klar würde man da nachfragen oder man fragt auch nach. Man will es ja wissen. Sind wir gespannt. Die Kolleginnen und Kollegen der Mordkommission ermitteln ja noch und dann kann man nur hoffen, dass dieser Fall vielleicht möglicherweise auch irgendwann dann aufgeklärt wird. Grundsätzlich jetzt mal gefragt, ab wann gilt denn eine Person als vermisst? Eigentlich sofort, wenn ein auffälliges Verhalten ist oder wenn die Person verschwunden ist. Also bei Kindern und Jugendlichen gibt es da auch keine Diskussion. Da wird sofort eine Vermisstenanzeige aufgenommen. Bei Erwachsenen hält sich ja ein bisschen die Legende, dass man erst mal 48 Stunden warten muss oder 24 Stunden. Genau. Aber das stimmt nicht. Man kann auch sozusagen, und man kann sofort eine Vermisstenanzeige erstatten. Direkt. Und das heißt, Sie würden dann auch direkt aktiv werden? Die würde ja erstmal in die örtliche Direktion gehen und die würden erstmal 10 Tage prüfen und auch ermitteln, was mit dieser Person, was die Ursache sein könnte, warum sie verschwunden ist.
Das heißt, nach 10 Tagen kommen Sie dann als Vermisstenstelle ins Spiel, genau, als Experten. Und was machen Sie dann? Also wie gehen Sie dann vor? Ich meine, auch in 10 Tagen, es geht mir jetzt gerade so durch den Kopf, in 10 Tagen, da kann auch ganz viel ja auch noch passieren. Ja, das ist richtig. Sein. Deswegen sind ja die meisten vermissten Sachen sind nach 10 Tagen schon erledigt. Deswegen kommt bei uns ja nur ein kleiner Teil davon an. Das ist ja der Erfahrungswert. Und dementsprechend wird man nach 10 Tagen nochmal ansetzen, gucken, was haben die Kollegen bis jetzt geschafft, was ist offen geblieben. Und dann versucht man eben die Sachen, die offen sind, weiterzumachen, indem man eben nochmal enge Freunde, weil das ist meine Erfahrung, die letzten Kontakte sind die entscheidenden Kontakte. Zu wem hat die Person in den letzten Stunden, Tagen Kontakt gehabt? Mit wem hat er über was gesprochen? Und da müssen Sie ansetzen und mit denen sich unterhalten. Ist denn da Ihnen ein Fall in Erinnerung, wo Sie sagen, den werde ich so schnell gerade in diesem Punkt nicht vergessen, was Kontakte mit Angehörigen, mit Freunden und so weiter betrifft, der Sie verblüfft hat oder auch mal was zum Schmunzeln? Gibt es da einen Fall? Ich muss kurz überlegen. Ich hatte jetzt eigentlich einen Fall gehabt, der ist ein Erwachsener, der eben, wo die Arbeitskollegen haben die Vermisstenanzeige erstattet, weil er eben nicht auf Arbeit erschienen ist und man sich Sorgen machte. Und dementsprechend ist man dann natürlich, überlegt man, er ist telefonisch nicht erreichbar, das Handy ist zwar eingeschaltet. Und was vermutet man denn naheliegend, weil er sich krank gemeldet hat? Dass er vermutlich in hilfloser Situation in seiner Wohnung liegt. Ja. Deswegen wurde die Wohnung geöffnet mit richterlichem Beschluss, wurde nachgeschaut, dort war er nicht. Und dann hat man ja die Möglichkeit, das Handy zu orten, weil eine Leib- und Lebensgefahr vorliegen kann. Und das Handy war aber in Spanien eingebucht gewesen. Und dementsprechend deutete es ja eher auf einen Urlaub hin. Und tatsächlich, nach 14 Tagen, postete er in seinem WhatsApp-Status ein schönes Bild mit Palmen und Swimmingpool. Und es, dass er sozusagen schöne Tage verbringt, konnte man vermuten. Und er hat nicht reagiert auf Anschreiben. Okay, das ist ungenehmigter das Urlaub, können wir es so. Genau. Von daher das auch. Aber das ist jetzt eine Geschichte, die einen positiven Ausgang natürlich hat. Es gibt auch Möglichkeiten, wo es eben nicht so gut am Ende ausgeht und Sie möglicherweise ja auch in Fällen dann Angehörigen mitteilen müssen, dass der Vermisste eben auch tot ist. Und ich glaube, eine Todesnachricht zu überbringen, das wird für Polizistinnen und Polizisten eine der schwersten Aufgaben sein. Aber Polizisten werden da auch ganz speziell geschult. Als wir bei dem Vater vorm Haus angekommen sind, stand er mit einer Bierpulle in der Hand vorm Nachbarhaus, ist direkt zu uns rübergekommen und hat in einem aggressiven Ton gefragt, was wir denn von ihm wollen. Wir haben ihm direkt gesagt, was passiert ist und dass sein Sohn gerade beim Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Danach hat er sofort aggressiv reagiert, die Bierpulle ist durch die Gegend geflogen. 3 Jahre ist das jetzt her. Der Motorradfahrer war 18 Jahre alt. Für Gordon Linnemann damals eine der schwierigsten Situationen, seit er Polizist ist, sagt er. Ob so wie hier Verkehrsunfälle oder auch Gewaltverbrechen. Jeden Tag müssen Polizisten irgendwo eine Todesnachricht überbringen. Deshalb werden sie schon im Studium an der Polizeiakademie darauf vorbereitet. Was denken Sie, warum die Leute auch gerade Ihnen gegenüber aggressiv werden könnten? Das kann passieren. Ich denke mal, es wird ein Verantwortlicher für den Vorfall gesucht. Genau. Und Sie sind sozusagen die Todesbotschafterin oder der Todesbotschafter. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Rolle, die Sie an der Stelle haben. Thorsten Thiel ist seit fast 30 Jahren Polizeiseelsorger. Das Wichtigste, sagt er, ist die richtige Wortwahl, um bei den Angehörigen keine falschen Hoffnungen zu wecken. In der Literatur wird immer darauf hingewiesen, dass man unbedingt aussprechen soll, das Wort Tod. Ihr Mann, Ihr Sohn, Ihre Frau ist tot. Weil das ist ein ganz starkes, ich sage jetzt mal, Signalwort, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Botschaft wirklich beim Gegenüber auch so ankommt. Gerade erst haben Polizisten aus Brandenburg die falschen Angehörigen informiert. Das Unfallauto wurde verkauft und der Vorbesitzer hat sein Portemonnaie im Wagen vergessen. Durch diese Dokumente und die Zulassung wurde der Tote falsch identifiziert. Aber auch die Angehörigen müssen die richtigen sein. Ja, bitte. Hallo, sind Sie Frau Inga Hoffmann? Ja. Genauso wichtig wie die Identifikation des Verstorbenen ist es auch zu wissen, mit wem ich es tatsächlich zu tun habe, indem ich die Nachricht überbringe. Nicht immer stehen die Namen an der Tür. Gerade bei Mehrfamilienhäusern kann es auch bei gängigen Namen Verwechslungen geben.
Und möglicherweise ist auch Besuch in der Wohnung. Irgendwann müssen die Polizisten wieder gehen. Dann übernehmen Freunde, Verwandte oder Seelsorger die Betreuung der Angehörigen. Und auch jetzt sind die richtigen Worte wichtig. Frau Hoffmann, wir wünschen Ihnen viel Kraft für die kommenden Tage. Und dann würden wir uns jetzt verabschieden. Dankeschön. Unangemessen sind Begrüßungen wie schönen guten Morgen. Und genauso unangemessen ist eine Verabschiedung mit wir wünschen Ihnen alles Gute. In dem Moment ist für denjenigen, der gerade die schreckliche Nachricht überbracht gekriegt hat, nichts gut. Und auch morgen wird nicht alles gut sein. Denn diese Nachricht reißt den Menschen von einer Sekunde auf die andere den Boden unter den Füßen weg. Das stimmt, definitiv. Das möchte man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Bei uns heute bei der Tag in Berlin und Brandenburg ist Kriminalhauptkommissar Heiner Prötzig von der Vermisstenstelle Berlins. Herr Prötzig, waren Sie mal in der Situation, eine Todesnachricht überbringen zu müssen? Das bleibt nicht aus in unserem Beruf, dass wir das regelmäßig machen müssen. Also ich schätze, wir müssen das einmal im Monat machen. Mit welchem Gefühl fährt man dann zu den Angehörigen? Ja, man bereitet sich vor. Und ich fahre eigentlich immer mit meinem Kollegen, mit dem ich auch im Büro sitze. Und wir sind ein recht eingespieltes Team da. Mhm. Und dementsprechend funktioniert es auch eigentlich immer recht gut. Weil es ist ja nicht so wie im Film, wo das immer hochdramatisch ist. Weil wir haben ja relativ viele, die eben auch sehr losen Kontakt zu ihren Angehörigen hatten. Wo über Jahre gar kein Kontakt bestand, gerade wenn sie obdachlos vorher waren. Und dementsprechend ist da nicht diese wahnsinnige emotionale Reaktion, die man jetzt immer erwarten würde, wie das beim 18-jährigen Motorradfahrer wäre. Und dementsprechend kann es durchaus nicht so dramatisch sein. Aber wenn es dann dramatisch ist, wie reagieren Sie da? Was können Sie dann machen? Wir versuchen unbedingt immer, jemanden Vertrautes an den Ort zu bringen. Also dass wir fragen, wer könnte zu Ihnen kommen, der ihn jetzt beistehen kann. Und wir gehen dann eigentlich auch nicht, bevor diese Person eingetroffen ist. Mhm. Weil unsere Erfahrung ist, dass die eigentlich am besten den Draht zu den Betroffenen haben. Mhm. Weil wenn jetzt ein Seelsorger mitkommt, klar, wenn man keinen anderen hat, würde ich auch einen Seelsorger mitnehmen. Aber wenn jetzt eine vertraute Person da ist, die schafft es, sie einzufangen wieder. Das ist nochmal eine ganz andere Beziehung natürlich. Ja, und dann geht man nochmal ganz anders in der Situation dann auch miteinander um. Wie nah lassen Sie ganz persönlich solche Fälle an sich heran dann? Ja, es bleibt nicht aus, dass man natürlich auch das mitnimmt und dass man auch vielleicht feuchte Augen hat, wenn da diese Reaktion kommt. Weil es gibt natürlich auch Nachrichten, die absolut in Erinnerung bleiben. Und das sind eigentlich immer Nachrichten, wo Kinder gestorben sind oder Jugendliche. Und die sind natürlich auch hochemotional. Nehmen Sie das dann auch mit nach Hause? Bis zu einem gewissen Grad, ja. Das bleibt gar nicht aus. Und mit wem reden Sie dann darüber? Also wer sind so erste Ansprechpartner, um das auch mal loszuwerden? Ist es die Familie? Na, am ehesten ist es erstmal die Kollegen. Weil es einfach, die verstehen das auch am ehesten, was jetzt da passiert ist und was einem selber passiert ist und was in einem vorgeht. Und dementsprechend versucht man da erstmal das loszuwerden, weil das am unkompliziertesten ist. So ein Beruf prägt ja dann so auch ein bisschen die eigene Persönlichkeit. Sind Sie vielleicht möglicherweise, wenn als Vater auch zweier Kinder, die sind jetzt schon ein bisschen älter, aber trotzdem, wenn die sich jetzt mal nicht melden, ist man dann ängstlicher, vorsichtiger, vermutet schnell irgendetwas oder interpretiere ich da jetzt etwas, was nicht? Nee, eigentlich bin ich da sehr gelassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind plötzlich verschwindet, ist äußerst gering. Deswegen habe ich auch nicht so einen Handy-Tracker, um meine Kinder zu orten oder so. Das halte ich nicht für notwendig. Wir wohnen auch in einer sehr behüteten Gegend und von der Seite sehe ich da eigentlich kaum Gefahrenmomente. Nun haben Sie ja schon ein bisschen meine Illusion heute, ich sag mal, zerstört, was so Krimis und Tatorte und Polizeiruf betrifft. Aber gut, klar war es mir natürlich auch. Aber am Ende können Sie entspannt einen Tatort und einen Krimi schauen. Oder denken Sie dann immer, ach, was machen die da? Tatort schaue ich tatsächlich gerne, bis auf Ausnahmen. Weimar-Tatort nicht unbedingt, das ist mir dann doch ein bisschen doll abgedreht. Mhm. Aber ansonsten finde ich die durchaus unterhaltsam. Es ist einfach Unterhaltung. Mhm. Aber sitzt man dann trotzdem vor dem Fernseher und sagt so, Frau, guck mal, jetzt machen die das so, so machen wir das doch gar nicht. Das denkt man sich ja in einigen Szenen, gar keine Frage. Ja. Weil es kommt ja doch immer die Schreibarbeit viel zu kurz dabei. Ich glaube, das ist auch ein großer Anteil. Das höre ich auch von Freunden, die bei der Polizei arbeiten. Da sitzt man schon sehr und schreibt Berichte. Es ist ja nicht nur auch immer die Vernehmungen, die sind ja eigentlich immer nur Videovernehmungen da. Und hier in Berlin werden sie zumindest immer noch verschriftlicht. Mhm. Also komplett? Komplett. Also alles dann? Das muss ja in die Akte, weil letztendlich der Staatsanwalt muss es ja durchlesen können. Der Verteidiger muss es durchlesen können. Und deswegen, sie müssen was Schriftliches haben. Wer schreibt, der bleibt.
Sagte ich. Jetzt mal, ne? So, jetzt noch eine andere Frage. Sie gucken den Tatort also durchaus. Aus Interesse schauen Sie unseren RBB-Kriminalreport Täter, Opfer, Polizei jeden Sonntag 19 Uhr? Ehrlich gesagt nein, weil ich den Fernseher eigentlich erst um 20 Uhr einschalte. Sie schalten den erst 20 Uhr ein? Mhm. Sie müssen den RBB-Kriminalreport Täter, Opfer, Polizei gucken. Also das ist sozusagen die Sendung schlechthin. Möglicherweise ist ja auch mal ein Fall, den Sie betreut haben, dann auch dabei. Ja. Nächsten Sonntag wieder um 19 Uhr mit Uwe Madel. Aber es gibt ja auch im Podcast einen Ableger sozusagen. Und das ist Im Visier auf Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und da geht es um Fälle, die durchaus auch noch Jahre später Fragen offen lassen. Und am kommenden Sonntag, da gibt es dann auch eine neue Folge dieses Podcasts. Und da geht es um einen Mordkomplott, bei dem am Ende nicht nur zwei Täter, sondern auch das Opfer vor Gericht standen. Eine Geschichte um Betrug, um sehr, sehr viel Geld. 13 Stiche aus dem Hinterhalt. Eine mörderische Affäre. So der Titel dieses Podcasts und zu hören dann ab Sonntag in der ARD-Audiothek.